Am 22. und 23. Juli hat der SV Arminia Holsterhausen einen Sportwerbetag veranstaltet. Um der Holsterhauser Bevölkerung und darüber hinaus den Menschen in Herne und Wanne-Eickel zu zeigen, wie attraktiv der Verein aufgestellt ist. Leider hängt über der Heimat der Arminia, dem Horststadion, das Damoklesschwert der Schließung. Lassen wir einmal den zweiten Jugendleiter Mike Rofalski zu Wort kommen, inwieweit die Schließung Auswirkungen auf die Jugendarbeit hätte. Ja, liebe Zuschauer, bei mir befindet sich jetzt hier der Mike Rofalski, ist Jugendtrainer und auch zweiter Jugendleiter. Und fragen wir mal einmal, Herr Rofalski, wie würde sich das auf Ihre Jugendarbeit auswirken? Ja, ich würde sagen, ein neues Zuhause für die Jugend wäre nicht so toll, wenn die ganze Platzanlage geschlossen wird. Also ich finde, das würde sich schlecht negativ auswirken auf die Jugend. Zunächst erstmal hättet ihr große Probleme, die Jugend wieder auf einen neuen Platz zu integrieren. Also ihr seid also jugendmäßig für den Aschenplatz ganz gut bestückt. Im Moment sieht es also gar nicht so schlecht aus. Nee, es sieht ganz gut aus. Wir haben für die nächste Saison 8 Jugendmannschaften. Und ich finde eigentlich, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Dafür, dass wir Asche haben, also finde ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Ihr habt also auch schon ganz schön Aktionen gestartet, dass eben die Platzanlage erhalten bleibt. Was wollt ihr in Zukunft noch machen im Jugendbereich? Ja gut, wir wollen uns noch breiter hin nach außen aufstellen und einfach noch mehr Kinder ranholen, trotz Ascheplatz. Und der Stadt einfach zu zeigen, hier sind genug Jugendmannschaften und dass wir vielleicht doch die Chance haben auf den Kunstrasenplatz. Ja gut, Herr Rofalski, dann bedanke ich mich für dieses interessante Interview und wünsche Ihnen und Ihrer Jugend und der Jugendarbeit alles Gute und hoffen wir mal, dass Ihnen der Platz erhalten bleibt. Dankeschön. Leistet ein junges Team um den ersten Vorsitzenden Beatus Ille hervorragende Arbeit. Auch diese Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Und wie die Holsterhauser an ihrem Graf-Hotte-Stadion hängen, zeigt der gute Besuch der Veranstaltung. Nachher findet hier noch ein Freundschaftsspiel statt. Und während sich die Spieler von TuS Henrichenburg umziehen, fragen wir Herrn Ille, wie der Stand der Dinge zur Schließung des Stadions ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt Herr Beatus Ille von Arminia Holsterhausen, und zwar ist das das Horststadion bei uns hier in Holsterhausen, und da gibt es im Moment einige Diskussionen um den Erhalt des Platzes. Herr Ille, erzählen Sie uns nochmal, wie weit die Situation fortgeschritten ist, was die Schließung dieses Platzes anbelangt. Ja, die Situation ist insofern fortgeschritten, als dass wir mit der Bürgerinitiative diverse Aktionen jetzt hatten, unter anderem auch Unterschriften gesammelt haben, aber ja, fortgeschritten dahingehend eigentlich nur, als dass von der Stadt nur die Zusage kam, dass innerhalb der Legislaturperiode von Herrn Duda nichts weiter passiert und anschließend das Ganze neu bewertet wird. Aber darüber hinaus gab es jetzt keine Zusagen an uns oder irgendwas anderes, irgendwelche Signale. Also letztlich können wir uns im Moment nur daran halten und weiter kämpfen und gucken, dass wir hier unseren Sportplatz erhalten können. Wie wir eben schon besprochen haben, gibt es da verschiedene Bewertungskriterien der Plätze. Diese Platzanlage ist ein schönes Stadion abgeschnitten. Ja, genau, das ist der Punkt. Also die Stadt Herne hat einen Gutachten in Auftrag gegeben bei der Uni Wuppertal, und das wurde eben entsprechend von einem Professor erstellt, und in dem Gutachten kam raus, dass wir eben hier mit die bestausgelastete Anlage in Herne sind, vor allem eben auf Asche. Die Kunstrasenplätze, die laufen natürlich außer Konkurrenz. Und in diesem Kriterienkatalog ist es letztlich so, dass wir auf Platz, also in der ersten und zweiten Kategorie vertreten sind, und die anderen Plätze, die teilweise ausgebaut sind oder werden, die sind halt in den unteren Kategorien, wo eigentlich die Empfehlungen sind, das nicht auszubauen ist. In welchem Ausmaß wäre das eine Katastrophe für Arminia Holsterhausen, wenn der Platz tatsächlich geschlossen wird? Ja, also ich glaube, ein Verein, der so viele Jahre schon auf dem Buckel hat, ist es natürlich, die Heimat zu entziehen, ist natürlich ein Stich ins Herz. Klar würden wir auch immer weiter kämpfen, unabhängig von der Platzanlage erstmal, aber unsere erste Priorität ist eben klar, das Horststadion zu halten und auch hier zu bleiben. Ich habe gerade gehört, Ihre Jugendarbeit ist hier also sehr effektiv. Sie haben also sehr viele Jugendmannschaften am Start.
Und wie ist der Zulauf eigentlich bei Arminia Holsterhausen? Ja, also über Jugendmannschaften können wir uns eigentlich nicht beschweren. Dahingehend, als dass wir auf Asche in Herne die meisten Jugendmannschaften haben. Noch vor Herne 57, die zugegeben auch eine sehr gute Jugendarbeit leisten, denke ich. Wenn man sich die reinen Zahlen anguckt. Und der Zulauf, darüber können wir uns jetzt nicht beschweren. Wir haben eine Jugendmannschaft jetzt nicht besetzt dieses Jahr. Aber ansonsten sind alle Jugenden durchbesetzt und teilweise auch zweifach. Und ist natürlich ein Kunstrasen ein Punkt, was zieht. Das hat man ja auch an den anderen Vereinen in Herne gesehen, dass sobald ein Kunstrasen liegt, entsprechend auch Zulauf generiert wird. Aber ich denke, der Verein hat ein ganz gutes Renommee und zieht nach wie vor Jugendliche hin, die hier gerne Fußball spielen. Und wie gesagt, das sieht man eben entsprechend auch an den Zahlen. Also ist die Platzanlage eigentlich recht gut ausgelastet mit Senioren, Altern und auch Jugendmannschaften? Ja, genau, das ist der Punkt. Also die Platzanlage ist sehr gut ausgelastet, auch in dem Gutachten, was ich vorhin angesprochen hatte. Daraus ging das auch hervor, dass wir eben entsprechend gut ausgelastet sind, zentral gelegen sind und eigentlich alle Kriterien dafür erfüllen, dass hier ein Ausbau stattfindet Richtung Kunstrasen. Und deshalb sind wir halt, ja, vorsichtig ausgedrückt, etwas enttäuscht, dass da in diese Richtung bisher keinerlei positive Signale an uns gesendet wurden. Ja, dann wünsche ich alles erdenklich Gute, viel Erfolg. Übrigens habe ich auch unterschrieben. Ja, vielen Dank. Und natürlich viel Erfolg mit dem Verein als solchen und auch natürlich Erfolg in Ihrer Sache zum Erhalt dieser Platzanlage. Schönen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Auch eine Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt des Stadions ein. Bezeichnenderweise setzt sich die Bürgerinitiative aus Holsterhauser Bürgern zusammen, die eigentlich nicht so sehr viel mit dem Verein zu tun haben, was das operative Vereinsgeschäft betrifft. Aber hier sieht man, dass den Holsterhausern ihr Stadion mit angrenzender Parkanlage, ein schönes Stück Grün im Quartier, sehr wichtig ist. Hier will man erreichen, dass die Verwaltung ihr Bauvorhaben zurückstellt und den Erhalt dieser schönen Anlage gewährleistet. Ein i-Tüpfelchen wäre natürlich, wenn der Verein auch noch einen schönen Kunstrasenplatz bekäme. Hi. Grüß dich. Hi. So, wie hattet die weitere Anreise? Gelb oder schwarz? Ich bin schwarz. So, schwarz. Bleibt stehen. Dann habt ihr was. Gutes Spiel. Danke. Gutes Spiel. Gutes Spiel, ne? Ein Fußballspiel zwischen der Arminia Holsterhausen und dem TuS Henrichenburg sorgt dann noch einmal für spannende Unterhaltung. Später dann wird noch der Graf Otte in seinem Wohnzimmer auftreten. Es gab viel Kinderspaß, Torwandschießen und vieles mehr. Das RSG-Team sagt, weiter so und viel Glück, Kraft und Erfolg bei dem Versuch, das Horststadion zu retten. Wir wünschen der Arminia alles Gute und sagen Glück auf!